Willkommen zu Bahn News. In diesem etwas außergewöhnlichen Monat gibt es trotzdem einiges Neues aus der Bahnwelt zu berichten. Über das Coronavirus spreche ich in diesem Video bis auf eine Ausnahme nicht. Dazu gibt es bereits ein separates Video auf diesem Kanal. Österreich. CityJet Eco auf der Energiesparmesse Wels. Der von Siemens Mobility Austria und den ÖBB entwickelte Triebwagen CityJet Eco fuhr während der WeBuild Energiesparmesse als klimafreundliches Shuttle zwischen Wels Hauptbahnhof und der Messe Wels. Zwischen dem 4. und 8. März konnten Messebesucher den Prototypen als energiesparende Alternative nutzen, um zur Messe zu gelangen, und das stress- und CO2-frei. Im Anschluss ging es dann weiter in die zweite Runde im Fahrgastbetrieb des CityJet Eco in Oberösterreich. Seit dem 9. März können sich Fahrgäste rund einen Monat vom ÖBB CityJet Eco mit elektrohybridem Batteriebetrieb auf der Donauuferbahn und der Hausruckbahn überzeugen. Osttirol. Investitionen in eine neue Bahnqualität. Ein ambitioniertes Erneuerungsprogramm der Bahninfrastruktur in Osttirol setzen derzeit die ÖBB in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und den Osttiroler Gemeinden um. Die ersten sichtbaren Ergebnisse sind die neuen Haltestellen Hainfels und Weitlandbrunn in der Gemeinde Silian sowie die modernisierte Haltestelle Tassenbach in Strassen. Alle drei Haltestellen wurden 2019 fertiggestellt und bieten seitdem einen modernen Zugang zum umweltfreundlichen Bahnverkehr. Ebenfalls neu ist ein verdichteter Fahrplan in Osttirol. Die Züge verkehren Montag bis Sonntag von 5.50 Uhr bis 19.50 Uhr zwischen Lienz und Franzenfeste sowie in die Gegenrichtung in einem durchgängigen Stundentakt. Noch im Jahr 2020 beginnt die Modernisierung der Haltestelle Mittewald und die Verlegung der Haltestelle ab Faltersbach um rund 100 Meter nach Osten. Beide Projekte werden voraussichtlich bis Ende Dezember abgeschlossen. Noch vor dem Sommer wird voraussichtlich die Modernisierung des Bahnhofs Silian beendet. Deutschland. Stadler Eurodual in Deutschland angekommen. Mitte März wurden die ersten Loks der Stadler Eurodual nach Deutschland überführt. Die neuen und auch neuartigen Lokomotiven verfügen in dieser Ausstattung über 6 Achsen und eine Mehrsystemkonfiguration für den Einsatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die drei Lokomotiven der Baureihe 159 werden an ELP, kurzstehend für European Lok Pool, geliefert und sind Teil eines Rahmenvertrags für insgesamt bis zu 100 Lokomotiven. Batteriezüge für Baden-Württemberg. Die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg hat bei Siemens Mobility 20 Züge vom Typ Mireo Plus B bestellt. Die zweiteiligen elektrischen Triebzüge mit jeweils 120 Sitzplätzen können dank ihres Batterie-Hybrid-Antriebs auf Strecken mit und ohne Oberleitung fahren und sollen im regionalen Schienenverkehr im Netz 8 Ortenau unterwegs sein. Vorgesehen ist, dass Siemens auch für knapp 30 Jahre für die Instandhaltung der Züge sorgt. Damit werden erstmals im Bundesland Baden-Württemberg batterieelektrische Züge eingesetzt. Die Auslieferung der zweiteiligen Triebzüge soll bis Ende 2023 erfolgen. 58.000 Güterwagen laufen mit Flüsterbremse. Auf der Zielgeraden für den leisen Güterverkehr ist DB Cargo. Bis Ende 2020 rollt die komplette Güterwagenflotte der Deutschen Bahn mit modernen Verbundstoffsohlen, bekannt auch als Flüsterbremsen, durch Deutschland. Die Umrüstung ist dann abgeschlossen. Für diese Umrüstung investiert DB Cargo insgesamt 200 Millionen Euro. Die Flüsterbremsen verhindern das Aufrauen der Räder und reduzieren somit das Rollgeräusch. Durch die Umrüstung reduziert sich das Vorbeifahrgeräusch eines Güterzuges um 10 Dezibel, was vom menschlichen Ohr aber als Halbierung der Lautstärke wahrgenommen wird. Damit setzt die DB die gesetzlichen Vorgaben des Bundes für einen besseren Lärmschutz entlang von Bahnstrecken um.
Ab Ende 2020 gilt in Deutschland nämlich das Schienenlärmschutzgesetz. DB Cargo wird dann knapp 63.000 leisere Wagen haben. Unterhaltung für Kinder von der Bahn. Wie auch die ÖBB stellt die DB ein umfangreiches Angebot an Unterhaltung für Kinder zur Verfügung. Von Bastelbögen über Quizzes bis hin zu Malbüchern sollte für jeden kleinen Bahnfreund etwas dabei sein. Vielleicht hilft dieser Tipp ja dem einen oder anderen, um ihren Kindern in der momentanen Situation etwas Abwechslung zu bieten. Die Links zu den einzelnen Websites findet ihr in der Videobeschreibung. Gelöste Gleisschrauben auf Schnellfahrstrecke. In Hessen hat es am 20. März einen Anschlagsversuch auf die Schnellfahrstrecke zwischen Frankfurt und Köln gegeben. Der Triebfahrzeugführer eines ICE bemerkte auf der Theistalbrücke bei Niedernhausen Veränderungen bei der Laufruhe seines Zuges. Seiner Aufmerksamkeit und seinem umgehenden Bericht an die Leitstelle ist es zu verdanken, dass die Strecke gesperrt wurde und es glücklicherweise keinerlei Verletzte oder Schäden gibt. Bei Untersuchungen der Brücke seitens der Polizei stellte sich heraus, dass die Gleisschrauben auf einer Länge von 80 Metern vollständig gelöst wurden und das auf einer Brücke. Laut den Ermittlern hätte jeder nachfolgende Zug entgleisen und von der Brücke in die Tiefe stürzen können. Mittlerweile wurde ein Verdächtiger gefasst und letzten Samstag wegen versuchten Mordes und schwerem Eingriff in den Bahnverkehr angeklagt. Weiterer Lieferverzug von Bombardier. Wie bereits in einer früheren Bahn-News-Folge berichtet, rechnet das Bahnunternehmen Abellio schon seit längerem mit einer erneut verspäteten Lieferung ihrer bestellten Talent-2-Triebzüge. Diese Befürchtung hat sich nun bestätigt. Bombardier hat einen neuen Lieferplan für diese Züge veröffentlicht, mittlerweile Version 15. Demnach werden nur 18 der nun noch vertraglich vereinbarten 29 Züge fristgerecht geliefert. Abellio wird den Fahrbetrieb im Stuttgarter Netz und Neckartal durch ein weiteres Ersatzkonzept mit angemieteten Zügen sichern müssen. Die Fahrzeugzulassung in Dreifach- und Mischtraktion beabsichtigt Bombardier nun bis Mitte Juni zu realisieren. Alle insgesamt 52 Fahrzeuge der Abellio-Flotte verspricht der Hersteller bis September dieses Jahres ausgeliefert zu haben, so der aktuelle Planungsstand. Trotz dieser starken Verzögerung steht Abellio nicht in Verhandlungen mit Stadler oder Pesa hinsichtlich weiterer Fahrzeuge für das Stuttgarter Netz bzw. Neckartal. Dies hatten zuvor Gerüchte besagt. Schweiz. Ciruno erhält Zulassung für Italien. Der neueste Hochgeschwindigkeitszug Ciruno der SBB hat nun vom entsprechenden Bundesamt die Zulassung für Fahrten in und nach Italien erhalten. In den nächsten Monaten wird Stadler die Zulassung für die einzelnen Fahrzeuge erwirken und gemeinsam mit SBB und Trenitalia den Ciruno für den geplanten Italienverkehr betriebsbereit machen. Dazu gehören auch Maßnahmen zur Verbesserung der technischen Reife und Zuverlässigkeit im Betrieb. Dies betrifft insbesondere das ETCS-System, also das European Train Control System. Zwischenfall mit Intercity-Wagen. Wie die SBB kürzlich bekannt gab, ereignete sich am 1. März, kurz nach 1 Uhr morgens, in Bern ein Zwischenfall mit einem Reisenden. Dieser will nach der Abfertigung durch die Kundenbegleiter in den Intercity nach Interlaken einsteigen. Er versucht, die sich schließende Türe mit der Hand aufzuhalten. Dabei wird seine Hand eingeklemmt. Die Türe öffnet sich nicht mehr, die Türkontrolllampe zeigt dem Lokführer an, dass alle Einstiegstüren geschlossen sind. Der Zug setzt sich in Bewegung und der Reisende läuft rund 45 Meter lang neben dem ausfahrenden Zug her, bis er sich zum Glück selbst befreien kann. Der Mann erleidet eine Prellung an den Fingern. Zu diesem Vorfall hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsbehörde SUST oder SUST nun einen Zwischenbericht veröffentlicht. Bei der Prüfung der betroffenen Einstiegstür zeigte sich, dass der Einklemmschutz nicht vorschriftsgemäß funktionierte. Die SUST hält fest, dass das Einklemmen von schmalen Körperteilen bei älteren Wagentypen konstruktionsbedingt bei jedem Schließvorgang möglich ist.
Dazu kommt aber noch, dass die Türe im Rahmen der Sonderkontrolle im Oktober 2018 mit einem neuen Einklemmschutzgummi ausgerüstet worden ist. Das Material entspricht zwar den Normen, ist aber deutlich härter als das bisher verwendete und erschwert das Herausziehen einer eingeklemmten Hand. Das Gummiprofil war im Rahmen der Sonderkontrolle bei insgesamt 150 Türen bei den Intercity-Steuerwagen und Eurocity-Wagen eingesetzt worden. Nun tauscht die SBB bei allen betroffenen Wagen die Gummiprofile wieder aus, und zwar durch ein weicheres Modell. Das war's mit dieser Folge Bahn News. Bleibt gesund und zu Hause und bis nächste Woche.